Ja, willkommen zurück. Folge 39 müsste es jetzt sein. Ja, Folge 39. Wir gehen stark auf die 40 zu. Nein, wir sind nicht woanders. Ich habe nur ganz kurz pausiert, weil ich aus Versehen auf diese kleine Nebenmission mit dem Fisch oder dem Hai, was da auf der Karte zu sehen ist, drauf gedrückt habe. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Edward nackt. Ach, hey, Jan, okay. Da schwimmt er! L1 für. Okay, das war Fail. Wo steckst du, du Bastard? Wo steckst du Bastard? Da ist er, an Steuerbord! Seid es sicher, Captain! Wow! Festhalten, Männer! Und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Ach so. Das Biest ist verletzt! Er wird schwächer! Okay, wir müssen. Also, wir müssen jetzt ausschalten, okay? Er färbt das ganze Meer rot! Geschafft! Er ist weg! Wow! Seht ihr irgendwas? Wo ist er hin? Ah, wir müssen ihn nochmal. Er kommt auf uns zu! Direkt voraus! Wow, falsch! Dieser ist fast erledigt! Wow! Guter ja, Schuss! Der ist am Jawohl! Jawohl, das haben wir! Sehr schön! Ein echtes Monster! Jawohl! Das war mal eine schöne Nebenmission! Feine Ausbeute, Sir! Jawohl! Und jetzt zieht ein Sturm auf, das ist Alle nicht Segel, gut! Sie verträgt das. Alle Segel setzen, Jungs! So wie ich es in der letzten Folge gesagt hatte und habe gesagt, dass beziehungsweise hatte ich gesagt, dass es doch schönes Wetter ist. Es ist jetzt genau das Gegenteil. Ich hatte ja gesagt, dass wir schon lange keinen Sturm mehr haben und genau jetzt trifft's ein. Wow. Riesenwelle! Backbord! Wow. Was heißt Back? Ist es? Wow! Achtung! What the fuck? Wuhu! Aber es wird schon schöner, das Wetter. Das ist natürlich super. Naja, das. Das ging ja mal schnell mit dem Unwetter. Wunderbar. Somit können wir auch direkt zu unserer nächsten Mission reisen. Ah, tauche nach Medizin. Okay, das ist halt die nächste Mission. Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die Ach, westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Bonnet. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Also haben wir Bonnet auch mal wieder getroffen. So, Schiffswrack. Sie können nun die Tauchglocke verwenden. Die Tauchglocke erlaubt es Ihnen, bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden. Zum Beispiel Schiffswracks und Kennets oder Kennets. Channels oder Kennets. Segeln Sie dorthin und halten Sie einfach Kreis, wenn Sie aufgefordert werden, die Tauchglocke herabzulassen. Okay. Achso, dann müssen wir erstmal. Captain, steuern! Öffnet die Hauptsegel!
so wie ich es schon in der letzten Folge gesagt hatte, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen da eingeführt, wie man halt die Tauchglocke benutzt. Und dann soll man halt Kreis gedrückt halten, wenn man die dort benutzen kann. Da ist etwas im Wasser! Auf geil! So, dann gehen wir jetzt mal tauchen. Schauen wir mal. Okay. Tauchglocke herablassen. Halten Sie Kreis auf Anker zu gehen und Tauchglocke herabzulassen. Medizin finden. Okay, hier ist irgendwas. Ach so, okay, da kann man, okay. Wow, das ist gar nicht, das ist gar nicht so einfach. Tun die Quallen einem was? Ich muss Medizin finden, okay. Wow, das mit dem Schwimmen ist gar nicht so. Ich glaube, Edward. Ja, Edward schwimmt doch in die Richtung da. Das ist gar nicht so. Das sieht gar nicht so einfach aus. Das ist. Schwimmt Edward automatisch hoch und runter, oder? Das sieht leichter aus, als es ist. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung beim Tauchen. Aber man denkt immer, mit dem rechten Stick, wenn man so nach oben guckt, schwimmt der nach oben. Ja, wir werden jetzt hier mal ein wenig Luft holen und dann weiter schwimmen. Wow. Aber toll, dass es sowas auch gibt. Das ist schon faszinierend, also was die Jungs da von Ubisoft eingebaut haben. Gefährlich. Hä, wo ist die Kiste hin? Einen Weg nach draußen finden müssen wir jetzt. Naja. Okay, wir suchen jetzt Steuerkreuz, um meine Waffe auszuwählen. Ja, gut, das ist klar. Das ist aber nur ein Tipp für zwischendurch mal, den kennen wir ja schon. Faszinierend. Wow. Okay. Aber so sehen wir Edwards gestellte Brust mal. Das wird den Frauen gefallen. Edward ist also auch tätowiert. Wow, 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 wow. What the fuck? Was ist denn jetzt? Wo muss ich denn hin? Wow, wow. War das jetzt überhaupt richtig? Ich weiß es gar nicht. Hui. Okay. Oh, ein Hai. Ja, sehr klasse. Super. Wow. Gott sei Dank waren wir das nicht. Verstecken Sie sich. Seeteppich. Ach so. Okay. So. Oh Gott. Ich weiß gar nicht. Ach, da hinten muss ich hin zur Glocke. Das war natürlich ein. Oh.
Oh Gott, sowas gibt's auch. Das ist natürlich ja... Das ist doch irgendwie, ne? Wow. Wenn ich schon einmal dabei bin. Direkt durch zur Glocke. Bloß Edward, schwimmen. Oh, Gott sei Dank. Hui. Das ist doch irgendwie ne... Ahoi! Glück gehabt. Nur eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon... verfault. Verdammte Pest. Cholera. Müssen wir nun Medizin stehlen? Vergiss das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Wow. Für das Publikum. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar tut es das. Solltest du einen leisen Weg kennen, um die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Okay. Mission beendet. 100%. Yeah, awesome. Ja, dann schauen wir mal. Winsen der zu Gott. Der tut es dann auch. So. Also, wir haben es jetzt gelernt, wie wir mit unserer Tauchglocke umgehen können. Da ist etwas unter. Alles Segel, Bewegung! So, schauen wir mal eben kurz auf die Karte, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Hauptmission. Setzen wir uns mal eine Markierung. Wo waren wir? Da waren wir, genau. So. Segeln mal darunter. Das war sehr... Abwechslungsreich jetzt. Auch mit den Tauchen war das jetzt sehr, sehr schön in Szene gesetzt und animiert. Hat mir sehr gut gefallen. Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley, oh, Billy Riley, oh, Billy Riley, oh, Missy Riley, little Missy Riley, oh, Billy Riley, oh, Billy Riley, oh, Missy Riley, oh, Billy Riley, had a pretty daughter, but we can't get at her. Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley, had a pretty daughter, oh, Billy Riley, screw her up and away we go, boys. Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley. Am Backbord, Sir! Sir! Dort schwimmt Beute! Ja, und mit dem schönen Gesang... Mit dem schönen Gesang entlasse ich euch aus dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Also, macht's gut. Tschüss!